Detektive der Vergangenheit. Ungelöste Fälle. Große Geschichte. ZDF History mit Guido Knopp. Japan 1937. Ein Land zwischen Mittelalter und Moderne. Jahrtausendealte erstarrte Rituale. Eine Welt von guten und bösen Geistern. Kaiser Hirohito wird wie ein Gott verehrt. Sie rufen Tenno Heika Banzai. Der Kaiser lebe 10.000 Jahre. Aus den alten Traditionen wächst nationaler Ehrgeiz. Das Land der aufgehenden Sonne will Großmacht sein. Der Krieg beginnt mit glorreichen Siegen und endet mit der totalen Niederlage. Willkommen, liebe Zuschauer. Wir wollen Sie entführen heute Nacht in ein geheimnisvolles, fernes Land. Es geht um Farbaufnahmen aus dem alten Japan. Einen wundervollen Filmfund. Den mit Abstand größten Teil der Filme zeigen wir im deutschen Fernsehen hier und jetzt zum ersten Mal. Bilder, die verzaubern und verschrecken. Manches wirkt wie harmlose Exotik, anderes erinnert uns daran, wie sehr sich Deutsche und Japaner eine Zeit lang ähnlich waren. Im Zweiten Weltkrieg kämpften beide Völker Seite an Seite und geradezu fanatisch gegen die Vernunft, die Freiheit und die Welt der Demokraten. Und so unterschiedlich die Kultur der Achsenpartner auch nach außen wirken mochte, so erschreckend ähnlich ist so manches Muster auf dem Weg zum Untergang. Doch sehen Sie selbst. Tokio, Japans Hauptstadt. Schon vor 70 Jahren eine Millionenstadt und die Metropole mit den meisten Autos in Asien. Der erste Werbespot der Firma Nissan. Auch Japan wird von der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre getroffen. Die Folgen sind Hunger und Armut, Angst und Extremismus, genauso wie im fernen Deutschland. In Japan reißen Militärs die Macht an sich. Der spätere britische Premierminister Winston Churchill schreibt: Ich habe die deutsche Wiederbewaffnung oft genug angeklagt, aber lassen Sie uns einen Blick auf Japan werfen. Wieder sehen wir eine Nation voller Träume von Krieg und Eroberung, in der jeder, der zum Frieden mahnt, mit dem Tod rechnen muss. Im September 1937 reist Prinz Chichibu, der Bruder des Kaisers, nach Deutschland. Ein Besuch unter Freunden. Japan hat einen Vertrag mit Deutschland geschlossen, den sogenannten Anti-Komintern-Pakt gegen die Ausbreitung des Kommunismus. Auf dem Parteitag in Nürnberg wird Prinz Chichibu Zeuge von Hitlers Propagandakünsten. Bilder, die jahrzehntelang in japanischen Archiven verschlossen waren. Auch Japan hat seit 1936 eine faschistische Partei. Ihr Anführer Seino Nakano erklärt: Hitler ist ein Mann von starkem Willen und großer Ernsthaftigkeit. Kein einziges Wort von ihm ist gewöhnlich. Er ist ein Held, die Rose des besiegten Deutschlands. Um die neue Weltordnung durchzusetzen, muss Japan den Pakt mit Deutschland aufrechterhalten. Der Prinz steht neben dem Diktator und lässt sich die Waffen der Wehrmacht vorführen. Beide Länder streben die Kontrolle über ihre Nachbarn an. Und beide wollen ihr Ziel mit allen Mitteln erreichen. Mit Diplomatie, Erpressung und, wenn das nichts hilft, mit militärischer Gewalt. Japan führt schon seit 1931 Krieg gegen das politisch gelähmte China. Als erstes besetzen die Divisionen des Tenno die Mandschurei im Norden Chinas.
Im Juli 1937, 6 Wochen vor dem Besuch des Prinzen Chichibu bei Hitler, löst ein Feuergefecht zwischen japanischen und chinesischen Truppen den nächsten Feldzug aus. Die Propaganda des Kaiserreichs nennt ihn einen Akt der Befreiung. Tatsächlich geht es um Rohstoffe und Ackerflächen. Die disziplinierten und gut ausgerüsteten japanischen Einheiten eilen von Sieg zu Sieg. Nach einem halben Jahr ist der größte Teil Ostchinas in ihrer Hand. Die Sieger setzen Chinas letzten Kaiser Puyi als Oberhaupt des japanischen Vasallenstaats Manchukuo ein. Puyi soll Japans Siege über China offiziell bejubeln. Er tut es und verspielt damit auch die letzten Sympathien seines Volkes. Am 13. Dezember 1937 verkünden die Nachrichten in Tokio die Eroberung der alten chinesischen Hauptstadt Nanjing. In der Heimat ahnen die Menschen nichts von den Verbrechen, die dort begangen wurden. Ein japanischer Soldat notiert in Nanjing: 5000 Gefangene wurden zum Fluss Yangtze getrieben, wo sie mit Maschinengewehren niedergemetzelt wurden. Mit Bajonetten erledigten wir den Rest. Mich überkamen teuflische Gedanken, als ich über den Haufen von Körpern kletterte und zustach. Möglich macht solche Exzesse auch innerasiatischer Rassismus. Viele japanische Soldaten sehen Chinesen als minderwertig an. Anfang 1938 gerät der Vormarsch ins Stocken. Immer mehr Soldaten werden nach China geschickt, immer mehr kehren nicht zurück. Offene Kritik gibt es kaum. Aber Tagebücher und Briefe zeigen, wie sehr sich die Stimmung in der Heimat verändert. Kunio Nakao schreibt an einen Freund, der gerade seinen Einberufungsbefehl erhalten hat: Ich bete zu den Göttern, dass du nicht an die Front musst. Das wäre das Ende. Wenn du zurückkommst, dann wird das im Sarg sein. Wofür werden alle diese jungen Menschen nur geopfert? In Japan beginnt die Mobilisierung der gesamten Bevölkerung für den Krieg. Ähnlich wie in Hitlers Deutschland. Jeder Einzelne, jede Frau und jedes Kind soll seinen Beitrag zu Japans Sieg leisten. Der 12-jährige Kikui Sada schreibt: Das ist der Moment, in dem Japan die volle Unterstützung seines Volkes braucht. Wir sind für die Zukunft unserer Heimat verantwortlich, weil wir die nächste Generation sind. Wir müssen mit glühendem Herzen vorangehen. Die Machthaber nennen das spirituelle Mobilmachung. Kaiser Hirohito zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit, lebt verborgen hinter den Mauern seines Palastes. Sein politischer Einfluss ist beschränkt, aber nur er garantiert Japans Einheit. Der Tenno als gottgleiches Wesen? Seine Majestät, der Kaiser, ist die Verkörperung der Nation. Das ist der Grund, warum er solche Leidenschaften entflammt. Für Japan ist es ein heiliger Krieg. Auch in Europa herrscht Krieg. Seit 1939. Hitlers Wehrmacht überrennt den halben Kontinent. Am Morgen des 23. Juni 1940 besichtigt der Kriegsherr das eroberte Paris. Die deutschen Siege ermutigen Tokio zu einem festen militärischen Bündnis mit Berlin und Rom. Der sogenannte Drei-Mächte-Pakt, gerichtet gegen die Sowjetunion und gegen den demokratischen Westen. Die USA sollen durch das Bündnis vom Kriegseintritt abgeschreckt werden. 1941 besetzten japanische Truppen Vietnam, Laos und Kambodscha. Doch der Westen reagiert nicht so passiv, wie erhofft. Die USA unterstützen China mit Waffen und verhängen Sanktionen gegen Japan. Das Kaiserreich hat kaum eigene Rohstoffe. Die Reserven gehen zur Neige. Von Eisen- und Öleinfuhren hängt ein Großteil der japanischen Wirtschaft ab.
Das US-Embargo trifft das Land an seiner empfindlichsten Stelle. Die Militärs in Tokio fühlen sich in die Enge getrieben. Hawaii, Pearl Harbor, im September 1941. Der japanische Geheimagent Yoshikawa erhält einen neuen Auftrag. Streng geheim. Ab sofort bitten wir Sie, Berichte über den Schiffsverkehr anzufertigen, vor allem über Flugzeugträger und Kriegsschiffe. Auf Hawaii herrscht das trügerische Gefühl militärischer Sicherheit. Mehr als 6000 Kilometer Wasser trennen den US-Stützpunkt vom japanischen Mutterland. Am 7. Dezember 1941 platzt diese Illusion. Der US-Soldat Clyde Daugherty filmt den Angriff mit. 60 Jahre blieben seine Filmrollen unbeachtet. Die einzigen Farbaufnahmen des verheerenden Angriffs der japanischen Marineflieger. Zweieinhalb Stunden lang werfen 350 japanische Flugzeuge ihre tödliche Fracht auf Pearl Harbor. Acht Schlachtschiffe sinken oder werden schwer beschädigt. Mehr als 2400 Amerikaner kommen ums Leben. Die Verluste der Japaner, 61 Tote, ein Gefangener. Die Nachricht vom gelungenen Überraschungsangriff sorgt in Japan für Euphorie. Der neue Premierminister, General Tojo, richtet sich im Rundfunk an die Bevölkerung. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im festen Glauben an den Sieg. Unsere Nation besteht seit 2600 Jahren. Und nie hat es eine Niederlage gegeben. Es ist Zeit für uns Japaner, alles für unser Land zu opfern. Der 12-jährige Yoshitaka Kojima erfährt in der Schule vom Angriff auf Pearl Harbor. Unser Lehrer kam in die Klasse. Als Klassensprecher gab ich das Kommando Aufstehen und Verbeugen. Das Erste, was unser Lehrer sagte, war: Japan führt jetzt Krieg gegen Amerika und England. Wir alle waren so aufgeregt, dass wir vor Freude in die Hände klatschten. Die japanischen Truppen stürmen von Sieg zu Sieg. Als nächstes im Visier die britische Kronkolonie Hongkong. Oberst Masanobu Tsuchi erklärt den Angriffskrieg zum Freiheitskampf. Japans große Aufgabe ist es, den Menschen in Südasien die Freiheit zu bringen. Die Weißen sind nur bewaffnete Räuber, aber wir Japaner sind ihre Brüder. Wir müssen sie zwingen, sich zu unterwerfen. Die Logik selbsternannter Herrenmenschen. Am Weihnachtstag 1941 wird Hongkong erobert. Die Philippinen, Burma und Malaysia folgen. Entscheidend für die Kontrolle Südasiens ist Singapur, Englands größter Stützpunkt in Fernost. Die alliierten Truppen dort sind zahlenmäßig doppelt so stark wie die Angreifer. Doch sie kapitulieren nach nur zwei Wochen Kampf. 100.000 Mann gehen in Gefangenschaft. Jeder Vierte wird sterben, hinter japanischem Stacheldraht. Ein Wärter rechtfertigt sich nach dem Krieg. Ich habe nichts falsch gemacht. Wir brauchten Arbeiter. Wenn ein Gefangener faul war, haben wir ihn geschlagen. Es gab nicht viel zu essen, also wurden sie immer dünner. Ich wusste nichts von der Genfer Konvention. In meinem Camp starben 3.100 Menschen. Im Frühjahr 1942 beherrschen die Japaner zu Lande und vor allem zu Wasser ein Gebiet, das etwa einem Fünftel der Erdoberfläche entspricht. Zu groß, um überall militärisch präsent zu sein.
Das Oberkommando in Tokio hofft, mit einem weiteren Überraschungsschlag die Reste der amerikanischen Pazifikflotte vernichten zu können. Am 4. Juni 1942 kommt der Befehl zum Angriff. Die Japaner wissen nicht, dass ihr Funkcode von den Amerikanern entschlüsselt worden ist. Ein entscheidender Vorteil für die US Navy. Bei der Schlacht um Midway gehen 4 japanische Flugzeugträger verloren. Der Wendepunkt im Pazifikkrieg. Leutnant Kinpei Matsuoka notiert ahnungsvoll: Krieg ist leicht zu führen, wenn du gewinnst, aber sehr schwer, wenn du verlierst. Ich frage die Regierung, gibt es überhaupt noch die Chance auf einen Sieg? Oder werden sie uns bis zum Untergang kämpfen lassen? An der Heimatfront ist der Ernst der Lage schon bald zu spüren. Lebensmittel werden knapp, auch das Futter für die Tiere im Zoo. Der Tierpfleger Saburo Fukuda erinnert sich. Am Morgen erhielt ich einen Anruf von meinem Vorgesetzten. Er sagte mir, dass wir alle Tiere vergiften sollen. Als der Plan bekannt wird, löst er Empörung aus. Körbeweise gehen Briefe von Kindern ein. Ich war so niedergeschlagen, als ich davon erfuhr. Auch meine Mama brach in Tränen aus. Das ist ein so schrecklicher Krieg. Ich finde es furchtbar, dass Frau Hanako, die Elefantendame, unserem Land zuliebe sterben muss. Der Protest bleibt ohne Wirkung. Fast alle Tiere im Zoo von Tokio werden vergiftet. Juni 1944. Eine Woche nach der Landung der Alliierten in der Normandie beginnt die US-Flotte mit ihrer Offensive gegen die Marianeninsel Saipan. Feldwebel Takeo Yamauchi gehört zu den Soldaten, die Saipan verteidigen sollen. Er schreibt: Vom Meer her hörte es sich an wie riesige Trommeln. Oder wie das Brüllen des Teufels. Saipan ist von großer strategischer Bedeutung. Von hier aus können US-Bomber das japanische Mutterland angreifen. Das Oberkommando in Tokio befiehlt, die Insel zu halten, koste es, was es wolle. Ein Himmelfahrtskommando für Japaner und Amerikaner. Aus dem Tagebuch von Takeo Yamauchi. Die Amerikaner kamen auf die Insel wie ein Schwarm von Heuschrecken. Von weitem sahen sie ganz klein aus. Aus ihren Panzern schossen Flammen in unserer Richtung. Rund 30.000 japanische Soldaten sind auf Saipan stationiert. Trotz ihrer ausgeklügelten Höhlen und Bunkersysteme haben sie keine Chance. Taro Kawaguchi schreibt: Das Ende ist nahe. Ich bin erst 26, aber ich bin glücklich, dass ich gegen den Feind gekämpft habe. Ich gehe jetzt zu den Göttern. Es ist furchtbar, dass die amerikanischen Teufel kaiserlichen Boden betreten. Mein Geist wird auf der Insel zurückbleiben. Admiral Toyoda Soemu weiß, wie verzweifelt die Lage der Verteidiger Saipans ist. Aber kapitulieren kommt für ihn nicht in Frage. Das Schicksal unseres Kaiserreichs hängt von dieser einen Schlacht ab. Jedermann muss sein Letztes geben. In nur 48 Stunden werden über 400 japanische Flugzeuge abgeschossen und 3 Flugzeugträger versenkt. Die kaiserliche Marine hat den Krieg damit endgültig verloren, aber sie muss weiterkämpfen gegen eine alliierte Übermacht, die von Tag zu Tag stärker wird. Von den 30.000 japanischen Soldaten auf Saipan überleben die Schlacht nur knapp 6.000. Die Verteidiger haben sich in Höhlen zurückgezogen, zusammen mit Zivilisten, mit Frauen und Kindern.
Der Ehrenkodex der japanischen Armee macht es fast unmöglich, sich dem Gegner zu ergeben. US-Einheiten bringen Lautsprecher in Stellung und fordern die überlebenden Japaner in den Höhlen zur Kapitulation auf. Vergeblich. Die 18-jährige Krankenschwester Shizuko Sugano schreibt: Einer unserer Soldaten brachte ein amerikanisches Flugblatt in die Höhle, auf dem stand, die Schlacht um Saipan sei vorbei. Die Überlebenden sollten mit erhobenen Armen herauskommen, wir hätten unsere Pflicht getan. Ich glaube das nicht. Wir werden alle unter Panzerketten zermahlen oder von ihren Hunden zerfleischt. Ich glaube, es ist besser, Selbstmord zu begehen. Hunderte Soldaten und fast alle Offiziere von Saipan begehen Seppuku, rituellen Selbstmord. Viele Kinder geraten zwischen die Fronten. Der Soldat Takeo Yamauchi berichtet: In den Höhlen schrien die Babys. Ein Offizier befahl, das Weinen müsse aufhören, aber es hörte nicht auf. Der Offizier schrie: Tötet die Kinder! Eine der Mütter hat daraufhin ihr eigenes Kind erwürgt. Nach einer Weile gab es keine schreienden Babys mehr in den Höhlen. Nur noch weinende Mütter. Auch die 14-jährige Ryoko Okiyama versteckt sich mit ihrer Familie in einer der Höhlen von Saipan. Meine Mutter sagte uns, dass wir zu einem sehr schönen Ort gehen würden, alle zusammen. Dann warf der Feldwebel eine Handgranate. Ich dachte, jetzt werde ich sterben. Aber ich überlebte. Nur ich. Ich habe meine ganze Familie verloren. 13.000 Zivilisten sterben auf Saipan. Viele durch Selbstmord. Eine der Klippen auf der Insel heißt bis heute der Selbstmordfelsen. Ein Gegner, der sich und seine Kinder lieber tötet, als sich zu ergeben. Die amerikanischen Soldaten, die diese Bilder filmen, sind fassungslos. Die Kämpfe auf den Pazifikinseln dauern oft nur wenige Wochen, doch sie werden mit erschreckender Grausamkeit geführt. Von beiden Seiten. Aufnahmen von der Eroberung der Palau-Inseln im September 1944. Amerikanische Soldaten schießen auf einen wehrlosen Japaner, der sich offensichtlich ergeben will. Amerikas Fliegeridol Charles Lindbergh, der als Kampfpilot bei der US Navy dient, schreibt in sein Tagebuch: Es sind nicht nur die Deutschen allein oder die Japaner, sondern Menschen aller Nationen, die sich in diesem Krieg schuldig gemacht haben. Die Landung von US-Truppen auf den japanischen Hauptinseln scheint Ende 1944 nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Dann am 25. November hält ein einzelnes japanisches Flugzeug auf die USS Essex zu. Der Pilot stürzt sich mit seiner Maschine auf den Flugzeugträger. Ein Selbstmordangriff. Kamikaze, zu Deutsch göttlicher Wind. Jedes Schulkind in Japan kennt den alten Mythos. Die Invasion des Mongolenherrschers Kublai Khan 1281 nach Christus soll, so die Legende, von einem mächtigen Taifun verhindert worden sein.
Jetzt soll Kamikaze, der göttliche Wind, Japan noch einmal retten. Die US Navy ist völlig überrascht von der neuen Taktik. Es kommt zu einer ganzen Reihe schwerer Treffer. Als Kaiser Hirohito die ersten Kamikaze-Einsätze gemeldet werden, sagt er: Was für ein schöner Erfolg. Und was für eine Tragik für die Piloten. Die jungen Piloten sind Träger und Opfer eines fanatischen Wahns. Der 23-jährige Isao Masuo schreibt nach Hause: Geliebte Eltern, ihr könnt mich beglückwünschen. Mir ist ein heroischer Weg zu sterben zugeteilt worden. Das Schicksal unserer Heimat hängt von der kommenden Seeschlacht ab. Ich werde wie eine Blüte vom Kirschbaum fallen. Piloten, die den Absturz überleben, zünden Handgranaten, um nicht in Gefangenschaft zu geraten. Was für Kamikaze-Flieger als besonders ehrlos gilt. Vor dem Einsatz trinken die Piloten den traditionellen japanischen Sake und werden auf die Tradition der Samurai eingestimmt. Ein schriftlicher Ratgeber soll das Sterben leichter machen. Wenn du das Ziel siehst, konzentriere dich auf die Mitte des Schiffs. Wenn du dich herabstürzt, rufe Hisatsu, töte alle. Kurz vor dem Aufprall wirst du plötzlich schweben. In dem Moment wirst du das Gesicht deiner Mutter sehen. Dann bist du nicht mehr. Offiziell gelten alle Kamikaze-Piloten als Freiwillige. Doch es gibt viele, bei denen massiv nachgeholfen wird. So wie bei Yoshi Miyagi. Wir Kamikaze sind nur Werkzeuge. Hätten wir auf die gehört, die unser Land wirklich lieben, wären wir nicht in dieser Lage. Ich weiß, dass mein Tod keinem Zweck mehr dient. Am Ende des Krieges haben sich über 4000 Selbstmordpiloten in den Tod gestürzt. Etwa genauso viele alliierte Soldaten sind ihren Angriffen zum Opfer gefallen. 400 Schiffe werden versenkt oder beschädigt. Kriegsentscheidende Bedeutung hat der göttliche Wind diesmal nicht. April 1945. US-Truppen landen auf Okinawa. Von hier aus sind es nur noch 1500 Kilometer bis Tokio. Das kaiserliche Oberkommando hat eine neue Strategie befohlen, um den Amerikanern klarzumachen, was sie bei einer Invasion der japanischen Hauptinseln erwartet. Die Angreifer sollen in eine Falle gelockt werden. Hiromichi Yahara notiert in sein Tagebuch: Als ihre Truppen bei der Landung auf keinen nennenswerten Widerstand gestoßen sind, was muss ihr Kommandant da gedacht haben? Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Es amüsiert mich zu sehen, wie die Amerikaner eine unverteidigte Küste angreifen. Wie ein Blinder ohne seinen Stock. 400.000 Menschen leben damals noch auf Okinawa. Sie finden sich plötzlich mitten auf einem Schlachtfeld wieder. Ähnlich wie zur selben Zeit in Deutschland nehmen weder Angreifer noch Verteidiger Rücksicht auf das Schicksal der Zivilbevölkerung. Die US-Truppen glauben, Okinawa ohne großen Widerstand einnehmen zu können. Doch plötzlich greifen die Japaner an. Aus gut getarnten und befestigten Stellungen. Hiromichi Yahara erinnert sich: Der Kaiser erklärte wieder einmal, dass diese Schlacht für die Zukunft der Nation entscheidend wäre. Dann erhielten wir die wunderbare Nachricht, Präsident Roosevelt sei gestorben. Wir Offiziere waren völlig außer uns. Wir waren überzeugt, dass wir nun den Krieg gewinnen.
Wird die US-Armee ohne ihren Präsidenten mit der gleichen Entschlossenheit weiterkämpfen? Der japanische Rundfunk sendet eine Botschaft an den Feind. This is Radio Tokyo, Japan. Here is the news of the world. On Okinawa Honto, fierce hand-to-hand combat continues to rage at various areas. With the Japanese garrison fortune holding their position secure. Es sind nicht nur die japanischen Soldaten, die sich den Amerikanern widersetzen. Drei Wochen später trifft eine weitere historische Nachricht ein. Am 8. Mai 1945 hat Japans Bündnispartner Deutschland bedingungslos kapituliert. Oberst Hiromichi Yahara schreibt in sein Tagebuch: Jetzt ist uns klar, dass wir dem Untergang ins Auge sehen. Weiterkämpfen ist sinnlos, nachdem unser einziger Verbündeter gefallen ist. Unsere Führer haben uns in diesen Krieg verwickelt, um ihre eigene Macht zu sichern. Es ist zum Verzweifeln, wenn unsere Soldaten für solche Leute sterben. Radio Tokio sendet weiter. Die Höhlen und Bunker werden zur Todesfalle für Tausende. Soldaten und Zivilisten. Mehr als 12.000 GIs und bis zu 160.000 Japaner sterben in der Schlacht von Okinawa. Amerikas Generäle sind überrascht, wie erbittert die Japaner weiterkämpfen, trotz der aussichtslosen Lage. Die Eroberung der Hauptinseln wird, so fürchten sie, ein Vielfaches an Opfern kosten. Auf den eroberten Inseln werden schwere Bomber vom Typ B-29 stationiert. Japanische Häuser sind leichter gebaut als in Europa und oft ohne Keller. Allein beim Luftangriff auf Tokio sterben über 100.000 Menschen. Dreimal mehr als kurz zuvor in Dresden. Doch wie schon in Deutschland verfehlen die Bomben ihr eigentliches Ziel. Die Moral der Bevölkerung bleibt auch in Japan weitgehend intakt. Seit der Eroberung Okinawas liegen die japanischen Hauptinseln auch in Reichweite von US-Tieffliegern. Die japanische Luftwaffe ist hoffnungslos unterlegen. Sie kann ihre eigenen Flugfelder nicht mehr schützen. Yasuko Ogiwara ist gerade auf dem Nachhauseweg, als ihr Zug von Tieffliegern beschossen wird. Alle Fahrgäste schrien, als sie das Flugzeug hörten. Es war, als ob ein wildes Tier seine Beute angreift. Einer nach dem anderen wurde getroffen. Ich konnte die Hitze einer Kugel spüren, die an meinem Gesicht vorbeischoss. Eine Frau mittleren Alters, die direkt vor mir saß, wurde getötet. Überall lagen Tote und Leichenteile. Amerikanische U-Boote bringen die Versorgung Japans mit Rohstoffen und Lebensmitteln fast völlig zum Erliegen. Die rund 100 Millionen Japaner beginnen zu hungern.
In Potsdam treffen sich zur gleichen Zeit Stalin, der neue US-Präsident Harry S. Truman und der britische Premier Winston Churchill. Sie erklären öffentlich, Japan habe nur zwei Möglichkeiten: bedingungslose Kapitulation wie die Deutschen oder totale Zerstörung. Elf Tage später, noch ohne Antwort aus Japan, werfen US-Flugzeuge Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Der 10-jährige Makoto Nagai lebt damals in Nagasaki. Es gab einen schrecklichen Sturm mit einem ohrenbetäubenden Donner. So etwas hatte ich noch nie gehört. Schrecklich und schön zugleich. Eine riesige Säule aus Feuer. Ich dachte, ein Flugzeug wäre in die Sonne gestürzt. Dr. Takashi besucht Patienten außerhalb der Stadt, als die Bombe explodiert. Drei Tage später kehrte ich nach Hause zurück, zu meiner Frau. Ich habe sie sofort gefunden. Ein schwarzer Klumpen in den Ruinen der Küche. Ihr Becken und andere Knochen schmorten noch. Sie war noch warm. Ich nahm die Überreste meiner Frau, habe sie in einen Eimer gelegt und zum Friedhof getragen. Etwa 150.000 Menschen sterben sofort, noch einmal mehr als 100.000 in den Monaten und Jahren danach. In Amerika war diskutiert worden, die Bombe gezielt auf unbewohntes Gebiet zu werfen. Allein die Demonstration ihrer Zerstörungskraft, so die Hoffnung, würde die Regierung des Kaisers zur Kapitulation bewegen. Der Plan wird verworfen. Auch weil die US-Luftwaffe der Sowjetunion ein unmissverständliches Signal für die Zeit nach dem Krieg setzen will. Sechs Tage nach Nagasaki spricht der Kaiser zu seinem Volk, zum ersten Mal in der Geschichte Japans. Ohne das Wort Kapitulation auszusprechen, verkündet Hirohito das Ende des Krieges. Nachdem wir den Kaiser gehört hatten, sprach niemand mehr ein Wort. Alle waren am Boden zerstört, völlig niedergeschlagen. Gut, wir würden nicht weiter bombardiert werden, aber was blieb uns? Die Familien hatten kein Zuhause mehr, die Kinder keine Eltern. Was würde aus unserem geliebten Land werden, wenn es die Weißen aus dem Westen besetzen? Alle japanischen Streitkräfte bekommen den Befehl, sich zu ergeben. Für manche, wie Shintaro Uno, eine unbegreifliche Entscheidung. Ich hätte nie gedacht, dass der Kaiser so schnell aufgeben würde. Offiziere wie ich glaubten nicht, dass Japan verlieren könnte. Ich musste die Regimentsflagge verbrennen. Und mir kamen die Tränen. Yu Aihara quälen andere Sorgen. Sie fürchtet um das Leben ihres Mannes. Als ich die Nachricht der Kapitulation hörte, schien alle Energie aus meinem Körper zu entweichen. Dann wurde gesagt, dass die Soldaten nach Japan zurückkehren würden. Ich fühlte mich so erleichtert und betete die ganze Nacht: Lieber Gott, bitte lass meinen Ehemann keinen Selbstmord begehen. Doch ihr Mann ist schon tot, gefallen. Fünf Tage vor dem Waffenstillstand. Der amerikanische General Douglas MacArthur fliegt als Sieger nach Tokio. Das japanische Militär hat Befehl gegeben, den Amerikanern möglichst respektlos und verschlossen gegenüberzutreten.
Am Eingeständnis der totalen Niederlage ändert das nichts. Die offizielle Kapitulation auf einem US-Schlachtschiff unterzeichnet Japans Außenminister Mamoru Shigemitsu. Japans Führung will keine Verantwortung für die Kapitulation übernehmen. Deshalb ist es meine Pflicht, den letzten entscheidenden Akt auszuführen. Douglas MacArthur hält eine kurze Ansprache. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. I now invite the representatives. Japans Krieg ist damit beendet. In Asien und auf dem Pazifik hat er 16 Millionen Menschen das Leben gekostet. In Hiroshima und Nagasaki sind die Ärzte mit Leiden konfrontiert, die sie nicht kennen. Gegen die Folgen der nuklearen Verseuchung gibt es keine Heilmittel. Dr. Michihiko Hachiya. Es kamen immer mehr Patienten. Die meisten haben schwere Verbrennungen. Alle sind in einem kritischen Zustand. Menschen, die zu genesen schienen, zeigen plötzlich neue Symptome. Viele sterben, ohne dass wir wissen, warum. Wir sind verzweifelt. Die Bilder aus Hiroshima und Nagasaki symbolisieren die Schrecken eines neuen Zeitalters. Kritiker der beiden Atomangriffe gibt es damals nur wenige in den USA. Die Zahl der Opfer eines Bodenkrieges auf den japanischen Hauptinseln, so meinen die meisten Experten, hätten die Opferzahlen der Atombomben weit übertroffen. Grausame Logik des Krieges oder blanker Zynismus? Wie zur gleichen Zeit in Nürnberg sitzen auch in Tokio die Sieger über die Besiegten zu Gericht. 4.500 Japaner werden verurteilt, 1.000 hingerichtet. Wie die Deutschen damals auch, empfinden die meisten Japaner die Verfahren als Siegerjustiz, als Rache, nicht als Gerechtigkeit. Nur einer bleibt ungeschoren. Kaiser Hirohito verliert seine politische Macht, doch er bleibt im Amt. Vor allem, weil die Amerikaner stabile Verhältnisse wünschen. Der Kaiser in Hiroshima, 1947. Er zeigt sich jetzt als netter Herr mit Hut, kein Gott mehr, sondern ein Mensch mit Schwächen. Japans Aufbruch zu Demokratie und Marktwirtschaft wird erleichtert durch die Kontinuität im Kaiserhaus. Die Rolle des Tenno ist der große Unterschied zum fernen Deutschland. Ansonsten stehen beide Nationen vor zumindest vergleichbaren Herausforderungen. Millionen Opfer, zerstörtes Land, die Bürde der Schuld, der Hass der Nachbarn. Und die Hoffnung auf einen Neuanfang unter veränderten Vorzeichen. Kaiser Hirohito bleibt noch bis 1989 auf dem Thron und hilft mit, dass aus der Hoffnung der Japaner Wirklichkeit wird. Die Geschichte Japans blieb auch nach dem Krieg ein Spiegelbild der Deutschen. Beide Völker zogen Nutzen aus dem Kalten Krieg der Supermächte, der sie von Besiegten zu gesuchten Partnern machte. Beide schufteten so hart, dass ihre Wirtschaft bald erneut zur Weltspitze gehörte. Was den Umgang mit den eigenen Verbrechen anging, übten Deutsche und Japaner beide sich zunächst vor allem in der Kunst des Schweigens und Verdrängens. Wie wir alle wissen, hat sich das bei uns, Gottlob, verändert.
Nicht jedoch in Japan. Hier steht die Begegnung mit der schmerzvollen Vergangenheit noch an. Je später, desto schmerzvoller. Bis bald und bleiben Sie uns treu. Nächstes Mal in History: Hello Fräulein. Deutschland nach dem Krieg und der Hunger nach Liebe in allen vier Besatzungszonen. Verbotene Nähe zwischen Siegern und Besiegten. Mehr Geschichten hinter der Geschichte im Buch zur Reihe, das im Handel erhältlich ist. History – Geheimnisse der Geschichte.